Sie wirken ein wenig wie Ausstellungsstücke in einem Museum. Die Dinge des Alltags, die man ab sofort in der Zentralbibliothek am Hallmarkt ausleihen kann. Wir als Bibliothek, wir verleihen Bücher. Also ist es eigentlich gar nicht so weit hergeholt, warum wir nicht auch Gegenstände verleihen sollen. Das sind alles neue Sachen, die wir extra dafür gekauft haben. Mit der Bibliothek der Dinge will man neue Wege beschreiten und globale Weitsicht demonstrieren. Denn es geht auch darum, wertvolle Ressourcen zu schonen. Dass man Sachen wie eine Bohrmaschine, die man nicht täglich braucht, mit anderen sich austauschen kann, bei uns hier als angemeldeter Benutzer kostenlos entleihen kann. Ja, und dass, wie gesagt, hauptsächlich Ressourcen geschont werden und dass auch das Umweltbewusstsein damit geschärft wird. Zum Start sind zunächst 32 Gegenstände ausleihbar. Das reicht vom Akkuschrauber über ein Energiemessgerät bis zum Hula-Hoop-Reifen. Eben Dinge, die man nur ab und zu mal braucht. Es gelten die gleichen Ausleihbedingungen wie bei Büchern. Die Sachen sind 4 Wochen ausleihbar. Sie können nicht verlängert werden. Wenn etwas weg ist, können Sie aber zum Beispiel auch vormerken. Bei Verlust oder bei Beschädigung der Gegenstände, die müsste man das ersetzen. Das steht in unserer Benutzungsordnung. Mit der Bibliothek der Dinge will Halles Zentralbücherei das etwas angestaubte Image einer klassischen Bibliothek abschütteln. Man präsentiert sich modern, smart und flexibel. Und das gilt auch für die Rückgabe von Medien außerhalb von Öffnungszeiten, jederzeit bequem am Außenterminal möglich. Vorher habe ich erstmal wirklich ganz viel im Kollegium rumgefragt, bei Freunden rumgefragt, welche Ideen man hat, dass man mal drüber nachdenkt, was dafür in Frage kommen würde. Und natürlich, ich habe mir ganz viele andere Bibliotheken der Dinge angeguckt. In der Zentralbibliothek sind bereits 100.000 Medien verfügbar und jetzt kommen noch 32 Dinge des täglichen Bedarfs hinzu. Ob sie tatsächlich gebraucht werden, das entscheidet der Kunde. Und der kann sich über das neue Angebot natürlich auch online informieren.